mein Weißblog ist wieder da. Wie geht's euch? Ich hoffe doch gut. Wie ihr seht, habe ich meine Haare wieder so umgekrempelt, weil ich mal wieder mein Setcut kürzer gemacht habe. Aber warum ich das Video eigentlich mache, ist, weil ich das hier habe. Die Black Mask. Die habe ich jetzt seit 20. Juni. Habe ich über Wish bestellt. Und ich habe es auch schon ausprobiert, nur habe ich mal gedacht, ich mache dazu auch ein Video. Ich finde sie eigentlich spitze. Und jetzt probiere ich es ein zweites Mal aus, weil irgendwo habe ich gelesen, man sollte das zweimal in der Woche machen. Und das präsentiere ich euch. Ich habe da so einen Pinsel, mit dem tue ich mal leichter als mit den Händen. Und jetzt haue ich mir das alles mal ins Gesicht. Oder soll ich es mit der Hand probieren? Nee. Wir machen das so. Ich habe mir, bevor ich die Maske hinaufgegeben habe, mit der Hand geht's besser. Bevor ich mal die Maske raufgegeben habe, habe ich mir die Nase ein bisschen vor ausgedrückt. Und wie ich mal die Maske dann raufgegeben habe, die musste 30 Minuten oben lassen. Ich habe es aber circa eine Stunde oben lassen. Und ja, war das alles voll. Das war alles voll. Wo ich mir gedacht habe, okay, habe ich doch nicht alles erwischt oder so. Aber ich finde die Maske extrem gut. Über Amazonas kostet ja die Maske ein Vermögen und bei Wish habe ich es um 85 Cent bekommen und halt versandt. Ich finde das aber billiger als bei Amazonas. Katze! Sekunde. Ja. Und jetzt schmieren wir das halt da alles drauf. Dann lasse ich das alles einwirken. Aber ihr dürft mal da halt zuschauen. Ist halt blöd, wenn's dich gerade extrem juckt auf der Seite. Wenn's den immer. So. Ja, ich habe heute wieder so ein Beauty Night, weil ich darauf Lust habe. So. Schaut das aus. Da noch ein bisschen.
Ich habe mir auch vorher mein Gesicht gereinigt. Und ja. The car speaked. Da habe ich auch ein bisschen was. So. Schauen wir, ob es da vielleicht auch geht. Man kann es ja testen, oder? Genau. So. Sie wirkt eigentlich auch schnell ein, wie ich das erste Mal gemacht habe. Und beim Runtergeben hat es eigentlich auch nicht so weh getan, so wie ich das halt bei anderen gesehen habe. Ja, darum sieht man, dass ich schwitze. Ah, das ist normal. So. Ja. Die Maske kommt wieder weg. So. Black Mask. Schaue ich gut aus, ha? So könnte ich zu Halloween das nächste Mal gehen. So, ja, ich mache heute das mit dem Handy, weil ich wollte jetzt gerade nicht meine Kamera rausholen. Und ja, alle Qualität passt doch so. So, das lasse ich jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät das ist, halbe Stunde einziehen. Und wenn ich es dann runtergebe, schalte ich euch wieder ein. Bis gleich dann. Hier bin ich wieder. Es ist ganz trocken, wenn ich so greife. Und ja, jetzt gehen wir mal das mal runter. Entspannt. Ah. Fühlt sich gerade an wie Gummi. Ja, auf der Nase sieht man's. Ich kann mich nicht ganz hinmachen. So, schauen wir mal. Wie das jetzt ausschaut. Härchen sieht man. Also Haare gehen auch mit. Das ist ein Stück von der Nase. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr das so gut erkennt. Da sind Pickel mit Esser.
Ich werde davon ein Foto machen und hinzufügen, dass ihr das auch seht. Die Haut fühlt sich eigentlich gut an. Ja, Haare. Ich habe auf meinem Blog ja so eine selbstgemachte Black-Maske vorgestellt, was ich bei einer Bloggerin gesehen habe. Das werde ich euch verlinken, dass ihr euch das anschauen könnt. Aber ich muss ehrlich sagen, gegen diese Maske ist die Dye-Maske ein Käse. So, wie schaut's da aus? Nase, Nase, Nase. Ja. Da ist schon mehr mitgegangen. Auch bei hier irgendwo. Wie schaut die Nase aus? Also feine Härchen gehen mit. Ich lege das da jetzt auch auf, weil das Foto zeige ich euch dann. Aber es ist alle Fälle Härchen mitgekommen. Da steht fest und etwas von da. Ja, dass es so überbleibt, muss man sich halt dann runterwaschen. Aber die Haut fühlt sich weich an. Und ein paar war genau mit. Aber das stört ja nicht. Ich habe heute einen Kommentar gelesen auf ein Video von mir, dass ich mich anhöre wie Falco. Ich habe mal laut lachen müssen. Aber danke fürs Kompliment. Ja. Eine Kontokasse. Ich mag das jetzt runtergeben. Ja. Ja, das geht jetzt nicht runter. Ja, okay, das geht nicht mehr runter. Das werde ich mir jetzt einfach runter waschen. Aber so schaut es mal aus. Die Haut fühlt sich extrem weicher als vor. Und ja, würde ich empfehlen, die Black Mist bestellt das über Wish, ist am besten. Na, aber ich würde mal sagen, ich kann sie weiterempfehlen. Man sollte es halt regelmäßig machen, dabei am besten nicht schwitzen, damit der Kater auch weggeht. Und ja,
Wir sehen sich. Da habe ich es auch gehabt. Da ist auch ein bisschen was mitgegangen. Und die Nase ist auch soweit gut. Und da ist immer noch was mitgegangen. Faszinierend, wirklich. Da drückst du dir den ganzen Käse aus. Ja. Hast du dann noch die Masken auf. Und dann kommt da immer noch was raus. Faszinierend. Ne? Den Rest gehe ich mal jetzt runterwaschen. Und Black Mass zum Empfehlen. Ausprobieren. Und ja. Tschüss.